Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, auch im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Du, ich bin ein bisschen neidisch auf die Queen. Die Queen? Ja, 70 Jahre Thronjubiläum. 70 Jahre an der Macht. Ich dagegen mit meinen popligen 16 Jahren Kanzlerschaft. Die Queen hat doch gar keine Macht. Das ist lieb, dass du das sagst, Joachim. Die Queen hat tatsächlich keine echte Macht. Aber trotzdem, dieser ganze Prunk und Protz, Paläste, Landsitze, Diener und Westminster Abbey natürlich. Das finde ich schon ganz anziehend. Aber man kann nicht alles haben. Ich bin ja eigentlich auch nicht gerade bekannt für Pomp und Prunk. Gelte ja eher als die Unterkühlte aus dem Norden. Nur du weißt, dass ich auch ein Heißblut sein kann, Joachim. Oh, ja, ich komm ja. Du, ich versuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Auch wenn Johnny Depp anruft, dann sag ihm, ich freue mich wirklich über das Urteil. Konnte mir auch nicht vorstellen, dass er Frauen schlägt. Dann hätte ich mir seine Filme auch nicht mehr angucken können. Ach, habe ich mal erzählt, dass ich während des Physikstudiums auch mal einen kleinen Film gedreht habe? Was? Ja, der hieß Fluch der Hydraulik. Ja, ist ja gut. Alte Frau ist kein Regionalzug. Tschui. Moin, Robert. Na, willst du auch nach Sylt mit dem 9-Euro-Ticket? Guten Morgen, Frau Ex-Bundeskanzlerin. Nein, wenn ich nach Sylt will, dann nehme ich doch den Hubschrauber von unserer Verteidigungsministerin. Hatte ich vergessen, klar. Fahren Sie denn mit dem 9-Euro-Ticket? Ich meine, probieren Sie doch mal das Verkehrsmittel zu wechseln. Robert, ich habe das tollste Verkehrsmittel der Welt. Ich reise immer Huckepack auf dem Rücken von meinem Mann. Völlig CO2-neutral. Es sei denn, es gab Erbsensuppe bei uns. Huiui, Frau Merkel. Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.